Ich habe jetzt gerade das Bike zurückgebracht. Ab sofort muss ich leider wieder zu Fuß laufen. Zack, nächster Ortswechsel. War eine ziemlich coole Fahrt von Phuket hier hoch. Über eng gewundene Passstraßen, es ging hoch und runter, vorbei an ziemlich schönen Stränden. Habe quasi auch die schönen Ecken von Phuket dann gesehen. Ich bin jetzt hier in meinem Guesthouse. Das ist halt eher so eine Art Homestay. Die betreiben das Guesthouse und einen Minimarkt direkt nebenan. Habe dann erfahren, dass ich im neuen Gebäude unterkomme, was 5 Meter weiter die Straße hoch ist. Bin hier gerade das erste Mal in mein Zimmer gekommen. Und war echt mega überrascht. Alles neu, alles super clean. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen. So, weiterer Plan für heute. Ich muss ja leider heute Nachmittag das Moped zurückgeben. Und dann will ich natürlich noch an den Strand. Es gibt hier einen Planespotting Viewpoint, wo die Flugzeuge im Landeanflug übelst knapp über einem hinwegfliegen, bevor sie aufsetzen. Ich habe darüber im Internet gelesen und das will ich mir natürlich angucken. Ich bin jetzt hier Planespotting Point. Hier hinter mir ist gerade schon eins im Landeanflug. Touchdown! Ich habe jetzt gerade das Bike zurückgebracht. Ab sofort muss ich leider wieder zu Fuß laufen. Mein Fazit zu Phuket. Fand ich richtig kacke. Alles auf Tourismus ausgelegt, viel zu überlaufen. Extremst viele Russen, Inder, alle ohne Manieren. Ich nehme alles zurück, was ich über Khao Lak gesagt habe. Und auch über Koh Tao letztes Jahr. Phuket ist wirklich die absolute Touristenhölle, wie man sich das vorstellt. Den Weg runter in den Süden hätte ich mir echt sparen können. Checklist abgehakt, gesehen und gut ist. Wie es aussieht, feiern die hier in Nha Yang auch Turtle Festival.